Not. Soll ich wirklich? Wie habe ich jetzt einen Flask für 5? Ja, komm, lass mal so. Ah, verdammt, die leben ja auch wieder. Komm her. Ah, verdammt. Ja, komm. Mag. Die Scheiße, geh weg. Kann ich ihn nicht einfach so. Yes! Aua! Du Mensch! Ich komm dir da hoch, du. Na warte. Na warte, mein Freund. Ich denk auf die Birne. Warte mal, warst du gar nicht. Aber er war das. Na, warte. Löppetöp. Jetzt komme ich den Schmörmel nicht dahin, ey. Was du Schwein, dass ich nicht dahin komme jetzt gerade. Ich werde einen Weg finden. Dann werde ich mich rächen. Oh, nicht, wie es aussieht. Hast du wieder Schwein gehabt, ey. Egal, ich will mich jetzt nicht hier um diesen dämlichen Knallfrosch hier kümmern. Ich will jetzt erstmal zusätzlich irgendwie wieder weitergehen hier kann. Ich glaube, da wäre der sinnvolle Weg wäre jetzt eigentlich da, wo diese komische Tür war. Soll ich noch weiterkommen hier oder wie oder was oder wie oder? Ja, du schaffst das. Ja, perfekt, du kommst gut an. Ja, genau. Ich stehe neben dir, du blöd Mann. Mann! Hä? Oh, wie geht's? Ernsthaft? Also leicht habe ich es immer noch drauf, so mit dem Parieren. Nicht immer, aber immer öfter langsam. Da stehen wieder zwei Hänsels. Hänsel und Gretel. Aber ich will lieber hier lang gehen. Weil hier das interessiert mich mehr. Was willst du denn jetzt hier? Mann Gott. Get out of my way, pal. I have no time for games. Jetzt fange ich schon an, wieder Englisch zu reden. Ja, Uga, Jagger, Uga, 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 Jagger. Du mich auch. Ich glaube, ich bin wieder hier. Au! Voll in den Arsch! Aua, und noch ins Gesicht! Oh, das Design! So, jetzt kümmere ich mich erstmal um den. Das mit dem Bogenschützen, das war jetzt persönlich. Jetzt. Das geht jetzt persönlich hier gerade. Ja, komm näher! Ja, und er versaut es trotzdem noch. Boah. Hast du Schwein gehabt? Mein Gott, ernsthaft? Die Frage ist jetzt eigentlich, wo müsste ich jetzt eventuell wieder hin? Dafür hat man ja jetzt Zeit, das ist ja Dark Souls. Ich habe ja so keinen innerlichen Druck, die Parts so schnell wie möglich hochzuladen, denn diesen Zeitdruck habe ich mir ja zum Glück entnommen, ja. Ich glaube, ich habe jetzt seit Oktober habe ich jetzt angefangen, glaube ich. Immer wieder bruchteilweise habe ich ja aufgenommen. Ja, da musste ich ja auch einmal nochmal von neu machen, ja, weil ja damals ja mal die Aufnahme bei der wegen der Anna Londo war ja dann nicht so gut gelaufen, wie ich es dachte, dann, weil OBS Studios nicht. Moment kurz. Okay, ich habe schon. Ich musste gerade wirklich nochmal kurz da rein und rausgehen, weil ich hatte gerade wirklich jetzt gedacht, jetzt pass auf, wenn man von Teufel spricht, passiert ja wirklich hier. Da hätte ich auch jetzt hier geschrien. Da hätte ich so wie Luke Skywalker geschrien hat, als er erfuhr, dass da, wo er sein Vater ist, da. Genau diesen Schrei würde ich dann hier direkt laut durch die Bude hallen lassen. So, jetzt. Wie gesagt, schauen wir uns mal hier um. Mein Gott, was willst du, Junge? Warum hast du getroffen? Warte mal.
Krieg dir mal kurz deinen Hintern. So. Ja, das macht dich kristallisch geil, wa? Zack! Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ist immer noch meine Frage. Was willst du denn? Ich glaube, ich bin wieder da, wo ich hätte herkommen können. Ja, genau. Ich bin jetzt wieder hier, wo ich ja planlos durch die Gegend hinterhergerannt bin. Ja, ja, ja. Ich weiß, wo ich bin. Geh mal runter da. Ja, das ist das alte Archiv da unten. Da ist ja der Lift hier normalerweise. Da unten ist der Schalter zum Lift. Ja. Da auch geht's ja wieder zu Seth. Jetzt die Frage. Wie, was, wo, ne? Muss ich jetzt wieder zu ihnen da hoch oder wie habe ich das jetzt? Meine, da war ja jetzt ein ganz komischer Kampf gerade gewesen. Weiß nicht, ob das mit Absicht so war. Ganz einfach. Nicht fragen, hingehen. Werde ich jetzt auch machen. So. Dann mal hier ganz gechillt hier runterhüpfen. Aua. Wo ist jetzt der dusselige Schalter hier zum Lift? Aua! Wer war das? Wer war das? Das lasse ich mir nicht bieten hier. Meine lieben Freunde hier. Die Mörder hier. Aha, ich höre euch schon schießen. Wer war das? Okay, ist nicht. Ja. Es wird halt ein bisschen. Ach, da unten ist die Treppe. Der Schalter zum Lift. Wie komme ich jetzt da wieder normal hin, ohne ich mir den Hals breche? Gute Frage. Nächste Frage, wa? Oh Mann, oh Mann. Das wird noch richtig interessant hier mit der Suche. Ich hab gedacht, der wäre da drüben jetzt. Wart einer von euch da unten, ne? Ihr alten Schlingels hier, ne? So seid ihr also wieder mal. Da geht's da lang, da geht's hier lang. Was ist denn eigentlich nochmal da unten? Ist das da, wo die Fackel ist? Wenn da unten der Typ wieder steht? Ja, das ist der Raum, wo der Flask ich da wieder auffüllen konnte. So gesehen könnte ich mich mal da unten mal wieder umsehen. Das ist doof, jetzt nur wegen der Treppe, aber... Ups! Ja, bisschen Schaden gespart wieder an mir. Gehen wir mal kurz hier rein. Ich will kurz mal hier gucken. Nur hier, ich will nur gucken. Nur gucken, nicht weitergehen. Ja, da kam ich vorher rein. Müsste da einen Weg nach unten jetzt gehen, oder? Ah, hier. Da geht's runter. Weg da, du Knackten. Ja, genau. Und hier wäre eigentlich... Ja, hier sind die anderen. Ach ja, Hallöchen. Moment mal, da war doch gerade mal was, ne? Wo wir gerade mal hier sind. So, jetzt zu euch. Pick. Na, ach, der
Welches Huhn schießt die ganze Zeit wieder mit dem Bogen auf mich? Da hinten der. Warte. Und doppelt und dreifach von mir. Schönen Grüßen. Ja, komm her. Warte mal, dann der Humba tanzt das auch hier, ne? Ach, guck, guck. So. Tu mal so, als hätte ich das nicht gesehen, den Schlag, ne? Gut. So, die anderen, die schlamenzen da hinten rum, das ist mir auch Wurst. Ups, das hat man gehört. Ich glaube, jetzt hat das einer mitgekriegt. Jetzt rennt man natürlich direkt voll Empörung. Will er mir den Schaden auf den Hals hängen, weil ich seinen Lieblingsstuhl bestimmt kaputt gemacht habe. Ja, du schaffst das. Ganz fein machst du das. Ja, ja, ja. Ach, Mann, ey, dieses Parieren. Manchmal klappt auch nicht immer so, wie ich das will. Auf die Fresse. Okay, ich versuche jetzt nochmal hoch zu Seth zu gehen, wo er nochmal. Da hinten. Bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich jetzt Absicht war, dieser Kampf. Weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass das. Boah, warten, warten. Hat einer hier so eine Fahrstuhlmusik da gerade? Dup, 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 dup. Ja. Schauen wir uns noch diese schöne Bibliothek an, wie schnell wir hier hochfahren können. Ui, wah. Hey, weil es gerade so schön war. Hallo? Jemand da drinne? Glaub doch nicht. So, jetzt lache ich mich kaputt, wenn er viel mit dem Funke-Titanic schon wieder da ist. Das ist ja wirklich Farming hier mit Funke-Titanic, hier auf der einfachen Art und Weise. Es war ein langer Weg, aber hey, Funke-Titanic für lau. Was willst du mehr? Ne, doch nur einmalig gewesen. Okay, weil es gerade so schön war, gehen wir jetzt nochmal rein. So, wie soll man denn jetzt bitte schon kalt machen? Mal erklärt mir das mal einer. Ich komme ja gar nicht an den ran. Ist ja irgendwas, was man kaputt schlagen sollte oder so. Irgendwie kapiere ich den Sinn nicht. Wie soll man als Nahkämpfer an den rankommen? Ja, geil. Was? Du lagst doch nur da. Du hast doch nicht mal aufgespießt, du Idi. Ich verstehe nicht irgendwie das System da so richtig. Ja, und jetzt bin ich selbstverständlich wieder hier. Obwohl ich woanders gerastet habe. Hör. Mach mal kurz einen Schnitt und dann werde ich wohl beim nächsten Part mich nochmal in der Bibliothek nochmal umsehen. Also machen wir jetzt mal eine kleine Mini-Pause für mich. Also bis zum nächsten Part dann.